So viele Köche verderben den Brei. Wohin? Ich mache mal die Tavar-Missionen. Gehen wir mal dahin. Interessante Wüste. Was hat er denn? Natürlich. Naja, kümmere mich mal um den links. Oh. Hallo, Jan ist die Torte. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, dreh ich. Lammel-Pestrappen. Was ist da hinten los? Wie trifft der den denn nicht? Was ist doch da drauf? Reis. Rehkraut, Aasfresser, Dingsbums, Ratte. Ach Gott. Was? Wie soll ich denn da hochkommen? Dauert doch ewig. Wahrscheinlich bin ich auch noch auf der falschen Seite. Gut, geht's mir, danke. So kurz vor Karneval. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Herrlich. Aha. Fall. Da muss ich sogar. Wahnsinn. Haben wir mich aber gut verarscht mit den gelben Pfeilen. Also einmal da ganz außen rum. Was ist das da für eine Anlage? Ripper. Zwei Ripper. Keine Munition mehr. Oha. Gucken, ob die mich hier oben treffen können. Da hinten. Na komm.
Ohohoho. Dabei was Wichtiges? Ne, fangen wir an. Kenne ich nicht. Brauche ich nicht. Noch so ein Vieh. Geh weg. Wow. Da reicht er aus. Das war natürlich nötig. Wie ich hier landet. Unbrauchbare Verbandstasche, Wahnsinn. Muss doch irgendwas geben. Kaputte LKWs, wow. Magnesiumfackel, die da wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten brennt. Da war hier gerade jemand. Ausweichen, das nervt. Du Scheiße. Kann nicht so toll ausweichen. Vielleicht von hier. Komme ich denn so? Oh, Mann! Übermächtiger Zyklop. Da sind wir ja richtig schade. Oh. Ich dachte, die Viecher sind tot. Alter, da ist er richtig. Richtig was los. Shit. Fuck. Hallo, rechts. Oh Mann, das ist aber ein scheiß Ding hier weg. Aber ganz schön, schon mal trunken. Keine Munition mehr. Natürlich. Kann sich mal ducken. Machen wir hier einen Heiltrank und schnell. Setz das Glas an. Trink es aus. F5. Keine Munition mehr. 5 Uhr. Schwernot. Immer schon 5 Heiltränke. Das lohnt sich. Genau, eine Schuss.
Okay, neue Erfahrung. Okay. Oh, da ist neu. Keine Munition mehr. Wow. Wow, wow. An diesem kleinen Ding verrecke ich dann halt. Keine Munition. Heiltrank, Waffe wegstecken, danke. Beziehungsweise einen komischen Eisarm da. Helix verseuchtes Herz. Eine besondere Trophäe. Abgeschlossen. Ja, machen wir den auch noch weg, damit wir das haben. Vogel. Mehr. 5. Hier selber ein bisschen. Was hat jetzt eine... Ach. Ist natürlich nicht wo. Eine besondere Trophäe. Puh. Was bringt mir das jetzt? Also nichts, anscheinend nichts. Aber gut, ich habe eine besondere Trophäe. Schon wieder einer. Da kriegt's gar nicht mit. Sagen, du musst aber langsam sterben. Da. Also jetzt kann ich hier in Ruhe. In Ruhe zu dem Leuchtturm laufen. Guck mal, auf was für Widerstand ich da stoße. Wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang! Mal sehen. Ah, oh, fuck. Ah, fuck. Okay, ja. Oh. Das ist natürlich nichts. Tja, ich werde den triggern. Dich mache ich lang! Du entkommst mir nicht! Boah, sind die schnell! Halleluja! Alter, warum sind die so schnell? Trink das! Zurück.
Alter, niemals hat er mich berührt. Er rennt halt nicht. Er rennt nicht. Schießt er nicht. Ach, weil er keine Munition mehr hat. Kann er direkt auch einen Heiltrank näher nehmen. So. Wahnsinn. Hat schon mal geplündert, bevor er am Boden liegt. Das wirst du bereuen. Ach ja, der steht hier noch. Das war ja eine tolle Überraschung. Sowas habe ich mir schon gedacht, dass die mich da reinlockt. So, wer ist das? Ist der gefangen? Jack. Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Einen Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck ein aus. Ein Bier. Auf dein Wohl. Ah, das wird meiner Kehle guttun. Hast ein Gut bei mir. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Mutig für jemanden in deinem Alter. Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Oh. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst hab. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich hab mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Erzähl mir von früher. Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Was weißt du über Tavar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen, so zum Beispiel das Fort.
Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Was für Waffen? Was für Waffen? Ich bin kein Experte, aber dass sie gefährlich sind, ist sicher. Auf jeden Fall zerstörerischer als alles andere, was wir heutzutage kennen. Woher willst du das wissen? Weil die Abschussvorrichtungen Bände sprechen. Zusammengefasst kann man über Tavar nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Ich will mehr über die einzelnen Gemeinschaften erfahren. Oh, da sprichst du etwas an. Ihre Gründungszeit liegt weit hinter uns. Bevor der Meteor eingeschlagen ist, gab es die heutigen Gemeinschaften noch nicht. Aber mit ihm und dem Elex veränderte sich alles. Wenn kaum Rohstoffe vorhanden sind, streiten sich die Überlebenden um das, was übrig ist. Und weil der Mensch nun einmal Führung braucht, schließt er sich oftmals einer Gruppierung an. Das ist rein praktischer Natur. Man bekommt wieder eine neue Aufgabe und lebt einfach sicherer, als wenn man auf eigene Faust versucht zu überleben. Und weiter? Tja, so kam es zu den Territorialkriegen. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen. Und je mehr Blut vergossen wurde, umso mehr kristallisierten sich die Gemeinschaften heraus. Doch anstatt, dass man sich untereinander einigte, fochte man weiter. Um mehr Land, um Elex, um was auch immer. Der Preis war hoch und so ging das Sterben weiter bis zu dem Punkt, wo die Vernunft Oberhand gewann. Um dem Blutzoll Einhalt zu gebieten, wurde ein Nicht-Angriffspakt beim großen Konzil von Magalan beschlossen. Vorerst schwiegen die Waffen. Aber dann... Das war noch nicht alles. Natürlich nicht, aber ich gebe mir Mühe, es in aller Kürze zusammenzufassen. Jedenfalls war der Frieden brüchig. Glücklicherweise war von den Alps damals noch nichts zu sehen. Sie müssen in all der Stille in Xakor herangereift sein, oder wie man es nennen mag. Immer wieder gab es Scharmützel zwischen den Fraktionen. Wieder ging es um Elex oder einfach verletzten Stolz. Der Mensch kann eben sehr erfinderisch sein, wenn er unzufrieden wird. Interessant. Weiter. Tja, dann rückten die Alps auf den Plan. Während wir uns Mühe gaben, uns zu schwächen, wo es nur geht, haben sie die Gunst der Stunde genutzt. Unbemerkt von allen konnten sie eine Armee heranzüchten und ihre Invasion starten. Wir waren vollends überrumpelt und darum konnten sie auch ohne große Gegenwehr ihre Konverter errichten. Du siehst, wer die Augen verschließt, wird abgestraft. So ist das nun mal. Ich habe genug gehört. Immerhin hast du zugehört. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Weiter geht's. Was weißt du über die Berserker? Die Kerle waren nicht immer so linientreu, wie sie sich geben. Ihr Gesetz existiert erst, seitdem dieser Thorald ihnen seine Ansichten untergejubelt hat. Jetzt ist er eine Art Heiliger für sie und wird nur noch der Pilger gerufen. Das zurückgezogene Leben und ihre selbst auferlegte Abschottung scheinen neuerdings Risse zu bekommen. Man sieht sie immer öfter Edan verlassen. Scheinbar sind die Weltenherzen der Grund. Mehr kann ich dir über sie allerdings nicht erzählen. Nur eines ist gewiss. Ihre Magie ist mächtig. Lass dich nicht von ihrer Lebensweise täuschen. Tja. Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Sie konnten am meisten Technik aus der alten Zeit konservieren. Und diesen Wissensschatz horten sie wie eine Mutter ihre Jungs. Ihr Aberglaube an ihren Gott ist nichts weiter als Hokuspokus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht einmal vor der Zeit des Meteoreinschlags existierte. Aber sollen sie ihren Götzen doch anbeten. Mir kann es egal sein. Warum haben sie so wenig Männer? Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit.
Vor etlichen Jahrzehnten hatten sie sich wegen irgendeiner Angelegenheit mit den Berserkern in den Horn. Und als der Konflikt eskalierte, haben sie sich ganz auf ihre Kampfmaschinen verlassen. Sich selbst hatten sie nur mit leichten Waffen ausgestattet. Als dann aber der Sieg zum Greifen nahe war, versagten ihre Blechkameraden. Entweder wurden sie manipuliert oder ihr Gebet fiel wohl zu gering aus. Naja, die Berserker hatten jedenfalls daraufhin leichtes Spiel, um sie aus dem Weg zu räumen. Von dieser Niederlage haben sie sich nie ganz erholt. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, nein, ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Auch über die Alps? Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt. Das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren. Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. So viel kann ich dir verraten. Und? Weiter? Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von einst zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Gib mir die Waffe des Klerikers. Warum sollte ich sie dir geben? Du sagtest, ich habe einen Gut bei dir. Aber natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Will ja nicht wortbrüchig werden. Vielen Dank. Mmh. 70 Konstitutionen, wow. Alles mitgenommen. So, Jack. Na, Kukaracha. Hm. Mein Gott, hat der lange gelabert, ey. Kartenstück. So, kann man da hoch irgendwie? Oder rein? Rein sieht ja schlecht aus, ne?
Sehr, sehr seltsam. Oh. Wow. Da lade ich doch schnell. Ich war doch oben drauf. Oder etwa nicht. Kann man nix machen. Ist das ein cooler Turm. Ein Foto. Oh, wo liegen die denn da? Ist wieder irgendwelche Entwickler? Okay, sehr schön hier. Darf ich wieder raus? Danke. Ah. Hacken? Kann nicht so schwer sein, oder? 5 ist kleiner als die 9. 8, 4. Enter. 8, 5. Geht doch. Wow. Okay, das war das Tava. Auf ins Fort.